Westdeutscher Spitzenfußball ohne eine Bayern-Mannschaft ist heute kaum noch vorstellbar. Bayern 04 ist ein ganz wichtiger Imageträger, nicht nur für die Bayer AG, sondern auch für die Stadt Leverkusen. Als er erst zu Köln gegründet wurde, da waren wir schon über 40 Jahre alt. Leverkusen gewinnt den Europapokal. Fußball ist eine Art Esperanto der Massen. Und besonders in Märkten, die für die Bayer AG auch wichtig sind. Leverkusen hat über 80 Nationalspieler ausgebracht. Und das hat den Verein, das hat die Stadt und auch die Firma weltweit bekannt gemacht. Diese Verbindung Bayer AG und Bayer Leverkusen, der Fußball, das ist eins. Diese Geschichte dieser Stadt mit dem Werk zusammen, mit dem Verein zusammen, hat mich einfach total fasziniert. Wir sind die Werkself, wir sind der Werksclub und da stehen wir zu. Heute viel nachgedacht über Heimat. Ergebnis: starker Gegenwind aus dem Trübsinnsgebläse fürs ohnehin schwere Gemüt. Problem: ich bin Leverkusener. Ich habe gar keine Heimat. Leverkusens Werkskabarettist. So hat ein Kollege Wilfried Schmickler mal getauft. Der Mensch erst auf die Heimat schwört, wenn er sie auch gesungen hört. Was sollte ich da singen? Unterm Bayerkreuz nachts um 2:30? In Leverkusen ist man immer was mit Werks. Man kommt als Werksangehöriger auf die Welt, wenn der Vater da arbeitet. Mein Vater hat 40 Jahre bei Bayer gearbeitet. Man kommt als Werksangehöriger da auf die Welt. Man ist bei der Werkskrankenkasse versichert. Man ist, geht in die Werkskulturabteilung. Am Anfang war Bayer immer die gute Mutter und Vater gleichzeitig. Als gebürtiger Leverkusener ist Schmickler auch Anhänger der Werkself und damit von einer besonderen Gattung Verein. Diesen Gründungsmythos, das aus dem Herzen der Fans, aus der Scholle der Heimat gebrochen und alle lassen ihr Herr mit dem Herzblut der Fans groß geworden. Das wird in Leverkusen, diese Erzählung gibt es von Leverkusen nicht. Die gibt es von Dortmund, die gibt es von Schalke, die gibt es von Köln. Deshalb wird Leverkusen auch nie den Titel Traditionsverein tragen. Aber warum auch? Dabei hat Bayer Leverkusen immerhin schon zwei Titel gewonnen. DFB-Pokalsieger 1993 und UEFA-Cup-Sieger 1988. Als einziger beide Male dabei Leverkusens Clublegende Rüdiger Vollborn. Es gibt eine sehr, sehr lange Geschichte und eine sehr, sehr interessante Geschichte über unseren Verein. Und ich habe mich sehr damit beschäftigt und kann jedem, der behauptet, wir hätten keine Tradition, kann ich mal gerne ein paar Bilder und ein paar Geschichten erzählen vom alten Stadtpark, wo vor 25.000 Zuschauern da die Schlachten, Stehplätze alles natürlich, die alten Schlachten geschlagen wurden, unter anderem auch gegen den 1. FC Köln. Also wir haben Tradition, wir haben Geschichte. Auch wenn das andere uns immer einreden wollen, wir hätten es nicht. Schönen guten Tag erstmal. Eine Sightseeing-Tour rund um Bayer 04 Leverkusen. Gründungsjahr ist klar, 1904. Muss man aber vorher anfangen. Auf den Spuren der Geschichte eines Vereins, der angeblich gar keine hat. Ausgebuddelt vom heutigen Fanbetreuer Rüdiger Vollborn. Und diese Geschichte von Bayer Leverkusen beginnt natürlich mit den Anfängen des Bayerwerks. Dr. Karl Leverkus hat eine Firma gegründet, 1834. Eine Ultramarinfabrik und ist in den 50er Jahren auf die Idee gekommen, an den Rhein zu gehen und hat das Ganze Leverkusen genannt. Geschichtsunterricht auf einem alten Londonbus, quer durch das Werksgelände, das nicht nur Ursprung der Stadt ist, sondern auch des Vereins Bayer Leverkusen. Mitarbeiter der Firma gründeten 1904 zunächst einen Turnverein und etwas später die Fußballabteilung. Bedingung? Zweimal die Woche müsst ihr turnen. Das war zwar Horror für die Jungs, aber die haben gesagt, okay, dann turnen wir eben halt zweimal die Woche. Und dreimal die Woche können wir dann abends wenigstens noch Fußball spielen. Schräg gegenüber ist der Karl-Duisberg-Park. Da war mal ein Ausweichplatz. Da gibt es eine kleine Geschichte, die Straßenbahn 0. Bayer Leverkusen. Der Verein, der in den vergangenen Jahren regelmäßig in der Champions League spielt, beginnt als Betriebssportgruppe von Bayer.
Der Konzern will anfangs die Gesundheit seiner Mitarbeiter steigern und deren Zufriedenheit. Mit der Zeit aber kommen weitere Ziele hinzu. Wenn wir überlegen, dass beispielsweise in der Bundesliga die Mannschaft Bayer 04 auf Millionen von Tippzetteln jede Woche erscheint, ist das doch schon ein Ausmaß an Breitenwirkung für das Image der Firma, das recht beachtlich ist. Bayer 04 aber hat in Deutschland lange nicht viele Freunde. Was störte, war das Plastik-Image des protegierten Werksanhängsels. Ich finde, es war die eine der größten Leistungen unserer Marketingabteilung, den Begriff Werkself, der uns ja so ein bisschen vorgehalten wurde, im negativen Sinne, mit dem positiv dann umzugehen und selbst das zu promoten. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind die Werkself, wir sind der Werksclub und da stehen wir zu. Die Werkself. Eine Marketingaktion. Zumindest heute. Zu Besuch bei den letzten echten Leverkusener Werksfußballern. Die Herren Bruckmann, Gniech, Klimke, Posner und Brücken waren in den 70er Jahren gleich doppelt bei Bayer beschäftigt. Als Fußballer und im Werk. 1979 schossen sie ihren Verein in die erste Liga, wo er inzwischen seit fast 40 Jahren spielt. Oh, das war noch S, Jung. S? S. Aber ich rein nicht passlaut. Ja, heute ist XXL, ne? Was ich nur mitbekommen habe, war wichtig, dass man, wenn es eben geht, unter die ersten fünf der Tabelle kommt, weil die im Fernsehen gezeigt wurde. Und aha, da wollte Bayer halt vertreten sein. Da hatten wir ja keine Aufschlussbeine mehr bleiben. Haben wir bekommen. Was gab's denn? 10.000 D-Mark. Brutto. Ich? Ja, 10.000 D-Mark. Ich hab 10.000. Du hast 20 wahrscheinlich. Bayer 04 habe damals nicht mehr gezahlt als die Konkurrenz. Abschluss durch Knisch. Oh, ja. Nein. Nein. Kopf, oh. Ja, ich hab die erlebt. Ohnehin aber sei es bei der Entscheidung für Bayer nicht ums schnelle Geld gegangen. Sagen wir mal, wieder, genau, das war schon optimal. Für einige waren eher der Werksjob und die Aussicht auf eine Festanstellung nach der Fußballkarriere der Hauptgrund, für Leverkusen zu spielen. Selbst im ersten Bundesliga-Jahr arbeiteten einige Spieler neben dem Training noch im Werk, an drei Tagen pro Woche. Der eine wie Walter Posner in der Werkstatt, der andere wie Matthias Brücken im Einkauf. Ein Vertrag bei der Bayer AG, einer bei Bayer 04. Monatsgehalt zweimal gut 2.500 Mark. Da ist da so ein Stück auch Zufriedenheit mit dabei. Ich bin hier bei einem Unternehmen, ich bin da gut aufgehoben. Und solange ich da hier meine Arbeit verrichten kann, sowohl sportlich als auch bei mir kaufmännisch, dann ist das in Ordnung. Ich glaube, so war es fast 90% so. Wenn nicht, ja noch mehr, die so gedacht haben. Also, bei mir ist es extrem. Ich bin hier geboren. Ich habe noch nie woanders Fußball gespielt. Du schläfst ja auch im Bayer-Trikot. Ich schlafe im Bayer-Trikot, genau. Habe Unterhose an. Ja, das ist einfach so. Hast du Aspirin dabei? Aspirin nehme ich auch nur, sonst geht auch was. Spätestens in der Bundesliga wandelte sich dann die Rolle der Werksfußballer. Nach dem ersten Bundesliga-Jahr sind wir nach Singapur, nach Indonesien. Jakarta ist ja Indonesien. Ja, genau. Da haben wir das erste Mal so eine Art Botschafter gemacht. Was war der Gedanke dahinter von Bayer aus? Das war auch, glaube ich, ein bisschen ein Dankeschön, schon so ein bisschen an beides, uns, ne? Einerseits Dankeschön, andererseits Werbetour, ne? Werbetour, genau. da stand Aspirin überall, war zu lange. Ja. Heute ist Bayer Leverkusen ein Unternehmen wie viele Fußballvereine. Die GmbH zu 100% im Besitz von Bayer. Offiziell rund 25 Millionen Euro jährlich zahlt der Konzern für den Fußball. Wir lassen ja den Werbewert des Fußballs untersuchen und es ist ein guter dreistelliger Millionenbetrag. Bei Weitem stecken wir nicht so viel Geld in den Fußball,
Aber es ist ein Marketinginstrument, was wir nutzen und was in dieser Form auch keinem Verein zur Verfügung steht. Anders als die Konkurrenz wie RB Leipzig darf Leverkusen den Konzern auch offiziell im Namen tragen, weil es die Verbindung schon so lange gibt. Eine Win-Win-Situation. Fußball ist eine Art Esperanto der Massen. Und besonders in Märkten, die für die Bayer AG auch wichtig sind. Bayer 04 ist ein ganz wichtiger Imageträger, nicht nur für die Bayer AG, sondern auch für die Stadt Leverkusen, die dadurch in vielen Bereichen, nicht zuletzt durch die vielen internationalen Auftritte in den vergangenen 20 Jahren, immer wieder in aller Munde war. Auch beim größten Erfolg der Vereinsgeschichte, 1988, UEFA-Cup-Finale gegen Espanyol Barcelona. Missverständnis, Tita! Da! 1:0! Das Hinspiel hat Leverkusen 0:3 verloren. Ja, ja, ja! Tor! Volko Götz! Und Zoll. Und Tor! Ich werde verrückt! Schabum! 3:0! Im Elfmeterschießen wird dann ein gewisser Rüdiger Vollborn zum Helden. Losada gegen Vollborn. Der rudert mit den Armen. Losada verschießt! Leverkusen gewinnt den Europapokal. Es ist der erste Titel in der Geschichte von Bayer Leverkusen. Bei der Siegesfeier der Rot-Schwarzen steigen anschließend grün-weiße Luftballons in den Himmel. Die Aufschrift: Aspirin plus C. Eine Marketingaktion der Bayer AG im Moment des größten Erfolges. Wilfried Schmickler und sein Freund Klaus Major Häuser haben den UEFA-Cup-Gewinn als Fans verfolgt. Jenen Tag, der ihren Geburtsort Leverkusen schlagartig ins Rampenlicht brachte. Häuser, damals Gitarrist der Kölner Rockband BAP, war sogar im Stadion dabei. Also fußballerisch war auch der größte Moment meines Lebens. Weil ich das erleben durfte, dass dieser kleine Verein, den ich eigentlich nur aus der zweiten oder damals noch Regionalliga West kannte, dann mal so was Großes gewinnt. Und dann sind wir wohnten ja alle in Köln, dann wieder in die Südstadt gefahren. Und ich war der einzige Mensch in der Kölner Südstadt, der völlig strahlend da rumrannte. Sein Sieger! Und die dachten alle, was hat der Mann, ne? Und hier ist der historische Ort, an dem ich mittags um 1:30, 2:00, den Wochentag weiß ich nicht mehr, den legendären Autokonvoi gesehen habe nach dem Gewinn des UEFA-Pokals. Also ich kam hier nichts an von da. Ich habe da hinten gewohnt, ein bisschen links. Es war auch genauso voll wie heute. Aber war ein Wochentag. Also so viele Leute gehen nicht in die Leverkusener Fußgängerzone, auch nicht in der Woche. Kam also von da, gehe hier so mit meinem Kopf so nichts an lang, will nach da. Und guckst du um die Ecke, plötzlich bog dahin ein Auto in die Straße. Ich denke, was ist denn hier los? Ein Auto in der Leverkusener Fußgängerzone. Wie ist denn sowas? War aber, dann waren das gleich 5 Autos. Und zwar der legendäre Autokonvoi. Wir sind an Leuten in der Fußgängerzone vorbeigefahren und die haben sich beschwert. Was ist denn hier los? Ja. Echt? Ja? Was ist das denn? Jetzt fahren sie schon in der Stadt. Ich war der Einzige, der hier stand und applaudiert hat. Ehrlich, es war genauso. Fuhren die hier an mir vorbei und sind dann in die Richtung gefahren. Ja, und dann kamen die halt auf den Rathausvorplatz, der damals noch ein bisschen größer war als heute. Und da standen halt 3000 Fans und die haben ein bisschen gefeiert. Leverkusen feiert den UEFA-Cup-Gewinn 1988 im etwas kleineren Rahmen. Dem Verein hängt damals das Image an, kaum Fans zu haben. Nicht nur sportlichen Erfolg zu erreichen, sondern auch die Herzen der Massen, das ist seit Jahrzehnten eine der größten Aufgaben in Leverkusen. Leverkusen, die kleine Großstadt. 160.000 Einwohner, umgeben von Fußballmetropolen zwischen Ruhrgebiet und Köln. Es gibt viele Fans von Mannschaften, von Vereinen, die deswegen Fan werden von diesem Verein, weil sie aus der Stadt kommen, wo sie wohnen. Und das ist halt in Leverkusen nicht so groß gegeben, wie es halt in einer Millionenstadt der Fall ist. Es ist ja so, dass das Einzugsgebiet erst FC Köln schon relativ viel schluckt, leider. Und dass es für uns nicht ganz so leicht ist, die Massen zu mobilisieren.
Das war auch früher mal die Anlage, wo die Feldhandballer eine Zeit lang gespielt haben, die eins der den Fußballer voraus haben. Die Feldhandballer wurden schon mal Deutscher Meister, 56. Können wir nochmal sehen. Haben Sie so Sightseeing-Touren dann schon mal gemacht in anderen Städten? In London. London, Rom. London, Rom und jetzt Leverkusen. Jetzt Leverkusen. Ja, man muss sich ja steigern, ne? Leverkusens Kampf mit dem eigenen Image. Der Verein ist lange als Plastikclub verschrien. Ja, so ein bisschen graue Maus. In den 80er Jahren oder 70er Jahren, als ich hier mit Werder Bremen einige Male gespielt habe, da waren ja auch nicht viele Zuschauer da. Hand aufs Herz, haben Sie mal das Wort Plastikclub in den Mund genommen für Leverkusen? Ich eigentlich weniger. Es war unbequem zu spielen hier. Klar war die Stimmung dann auch nicht so toll. Schon in den 80er Jahren, wenn ich mit Werder Bremen gespielt habe. Selbst als ich hier noch gespielt habe, dann 10 Jahre später, das hat sich dann zu sensationellem entwickeln. Wie macht man aus einer grauen Maus etwas Sensationelles? Stockholm. Meine Temperatur 20, 22 Grad. Das ist die Luft. Rainer Kallmund. Tag. Fast 30 Jahre lang arbeitete Kallmund für Bayer Leverkusen. Vom Jugendleiter und Stadionsprecher bis zum Geschäftsführer. Ja, wirfst du mal rein? Heute ist er Gast in Kochshows, schreibt Kolumnen oder fährt auf dem Kreuzfahrtschiff durch Osteuropa. Gibt ein paar Lesungen aus seiner Biografie und mimt den Alleinunterhalter. Nicht fuschen, ne? Nein, mach mal nicht. Ich sehe das schon, da der kleine Fusche da. Kallmund hat Bayer Leverkusen verändert. Ich habe gesagt, wir müssen ein bisschen Zirkusluft, Zirkusstimmen einbringen, ein bisschen das Ganze bunter gestalten. Da durfte man sich auch nicht zu schade sein. Also nicht quatschen, sondern machen. Wir konnten so Tüten nicht gebrauchen, die da mit Schlips und Kragen und als Willi Wichtig da ankamen. Also bei uns war angesagt, Arme hochkrempeln und da ging es zur Sache. Anpacken für den Verein. Rainer Kallmund bei Bayer Leverkusen, das ist ein Typ. Vor allem, wenn Fußball im Spiel ist. Unter Kallmund wächst die Marke Bayer 04. In den 90ern sogar mit eigenem Fernseh- und Kinowerbespot. Lange vor der Konkurrenz baut Leverkusen sein Stadion zum Eventort aus. Mit Fastfood-Kette und Hotel. Und der Mann mit dem Koffer, wie ihn der Boulevard gerne nennt, sorgt immer wieder für spektakuläre Transfers. Kallmunds Methoden dabei immer am Limit. Wie nach dem Mauerfall, als der Osten plötzlich zum Kaufhaus des Westens wird. Dann fiel mir Andreas Thom, Fußballer des Jahres der DDR, Kirsten, Torschützenkönig und Matthias Sammer ein. Und ja, ich hatte einen sehr, sehr guten A-Jugendbetreuer, den konntest du vorne an das Fenster rausschmeißen oder durch die Tür, da kletterte der wieder hinten rein und den habe ich dann damit beauftragt, nach Wien zu fahren. Warum? Die DDR hatte das entscheidende letzte WM-Gruppenspiel gegen Österreich und hat ihn akkreditieren lassen als Fotograf mit Fotokiste, dass der in den Innenraum auch reinkam. Das hat er hervorragend gemacht. Wir saßen im Schlussphase sehr auf der Bank während dem Spiel. Gibt's gar nicht. Und wo die anderen noch denken, wie kommen wir an die Adresse, wie kommen wir an die Telefonnummer, waren wir schon da. Andreas Thom, 24-jähriger Fußballnationalspieler des BFC Dynamo, wird ab 1. Januar für den BRD-Bundesligisten Bayer Leverkusen stürmen. Thom wechselt 1989 als erster DDR-Fußballer in den Westen. Für 5 Millionen Mark Ablöse heißt es, einen Teil habe Bayer in Arzneimitteln bezahlt. Wenig später folgt Ulf Kirsten. Mit beiden wird Leverkusen 1993 DFB-Pokalsieger gegen die Amateure von Hertha BSC. Und fast hätte es auch mit Matthias Sammer geklappt. Bei Matthias Sammer hat uns ja dann der Helmut Kohl einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der hat den Konzernvorstand angepiepst. Das geht nicht nach dem Mauerfall, dass ein großer Konzern gleich 3 Spiele da verpflichtet. Und so kriegte ich von unserem
Bossen aus der Bayer AG Signal, Hände weg von Sommer. Der hatte schon alles unterschrieben. Wir mussten dort praktisch wieder alles vernichten. Also, wenn wir den gehabt hätten, hätten wir vielleicht den einen oder anderen Titel mehr geholt. Mehrmals ist Leverkusen ganz nah dran. Hat sogar schon Meistershirts gedruckt, wie im Jahr 2000 unter Trainer Christoph Daum. Als am letzten Spieltag unter Haching zum Trauma und Michael Ballack mit seinem Eigentor zur tragischen Figur wird. Statt der Schale erntet Leverkusen damals nur den Titel Vizekusen, auf den es ein paar Jahre später sogar Patent anmelden wird. Obwohl Bayer mit Star-Einkäufen vor allem aus Brasilien begeisternden Fußball spielt, bleiben Titel weiter aus. 2002 ist der Club nach zweiten Plätzen in der Meisterschaft und dem Pokal nur noch einen Schritt entfernt vom Champions-League-Titel. Nach dem 1:2 im Finale gegen Real Madrid aber doch wieder nur Vize. Ich war eben richtig down, aber ich kann nicht sagen. Jetzt ballere ich mir hier eine rein. Jetzt lasse ich hier die Sau raus und ich erwarte von allen, lass die Sau raus, gib Gas, tschüss. 2004 hört Kalmund auf, offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Bayer verbindet er heute vor allem mit Medikamenten, die er regelmäßig nehmen muss. Bei Bayer 04 steht er für eine besondere Ära. Leverkusen hat über 80 internationale Nationalspieler der Zeit rausgebracht. Ja, das hat den Verein, das hat die Stadt und auch die Firma weltweit bekannt gemacht. So, was hast du noch für eklige Fragen? Das Image der grauen Maus hat Leverkusen abgeschüttelt. Brasilien. Land des Fußballs. Tatsächlich, sogar hier hat Bayer 04 inzwischen glühende Anhänger. Zum Beispiel in der Nähe von Sao Paulo. Wir verstehen kein Wort, aber es gefällt uns. Alle singen voller Emotion. Ach, Gänsehaut. Leverkusen spielt an diesem Tag in Freiburg. Endphase einer bis hierhin verkorksten Saison. 10.000 Kilometer entfernt, Spielvorbereitung in der Datsche von Pedro. Fünf Freunde, von denen mancher noch nie ein Fußballstadion von innen gesehen hat. Bayer 04 aber verfolgen sie regelmäßig im Fernsehen. Wenn es denn läuft. Die angekündigte Übertragung, diesmal offenbar kurzfristig abgesagt. Das sind unsere Probleme hier. Wenn es im öffentlichen Fernsehen läuft, super. Aber so? Und? Immer noch nichts? Ruhig. Gib dem Jungen mal noch ein Bier. Das ist ja schlimmer als im Spiel. Das Spiel läuft da längst und die Beruhigungsmittel werden stärker. Während Bayer schon 0:1 hinten liegt, schwelgen sie in Erinnerungen an die großen Helden von früher. Franzer. Mit Franzer fing alles an. Dann Ballack, Paulo Sergio, Zé Roberto, Emerson, André Ramalho, Wendell. Vor allem die Brasilianer. Das war ein Stolz. Wir haben die Spiele geguckt, haben richtig mitgefiebert. Das Team spielte richtig gut. Das hat nie aufgehört. Aber jetzt ist es auch nicht mehr ganz so wie früher. Da hattest du ja große Brasilianer da. Die Liebe aber habe angehalten. Aus guten Gründen. Sie haben soziale Projekte für die Kinder gemacht. In den Favelas, wo es viele Drogen gibt und Prostitution. Bayer ist ein Club, der sich um diese sozialen Dinge kümmert. Und dafür kommen sie von so weit her. Leverkusen ist in den 90ern häufig Gast in Brasilien. Die brasilianischen Stars setzt der Bayer-Konzern hier auch für eigene Imagekampagnen ein. Denn in Brasilien steht eines der größten ausländischen Werke der Bayer AG, die daneben 1993 eine eigene Fußballschule gegründet hat. Eines von mehreren sozialen Projekten. Auch damit hat Bayer in Brasilien viele Sympathien gewonnen.
Die Freunde aus Sao Paulo haben ihre technischen Probleme derweil gelöst. Hausherr Pedro hat einen Livestream im Internet gefunden und Leverkusen plötzlich Strafstoß. Dass Leverkusen durch ein spätes Gegentor doch noch verliert, den Frust darüber spülen sie am Ende einfach weg. Sie werden auch beim nächsten Mal wieder dabei sein. Wenn es denn eine Übertragung gibt. Leverkusen im Mai, letztes Heimspiel der Saison. Das Derby gegen Köln. Bayer 04 tief im Abstiegskampf. Sieht so ein Plastikclub aus? Ohne Fans und ohne Stimmung? 30.000 Zuschauer. Die Bayer-Arena ist mal wieder ausverkauft. In Sachen Zuschauerzahlen hat sich der Verein längst aus den Abstiegsregionen der Liga verabschiedet. Fußballerisch nicht. Früh fällt das 0:1. Für Leverkusen. Und jetzt sind sie ganz tief drin im Abstiegskampf. Ich habe noch nie erlebt, seit ich bei Bayer Leverkusen bin, so ein Spiel wie gegen den SC FC Köln hier zu Hause. Eine Stimmung schon bei der Anfahrt der Mannschaft hier in der Bismarckstraße, dann auch im Stadion, wie wir unterstützt worden sind. Ich glaube, das ist das einzig Positive dieser schlechten Saison, dass wir alle ein bisschen enger zusammengerückt sind. Manchmal muss man gar nicht unbedingt einen Pokal in der Hand haben, wenn du dann in einem Spiel dann den ganz großen Worst Case dann vermeiden kannst, ist es manchmal noch schöner. Leverkusen gelingt am Ende die Rettung. Teilweise kann ich mich über Tore gar nicht mehr so richtig freuen, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich dann fast zusammenklappe. Ich liebe diesen Verein. Dieser Verein, der nimmt nicht nur. Also ich habe das Gefühl, nicht als Kunde angesehen zu werden, so wie bei vielen anderen Vereinen. Über die Jahre entwickeln sich natürlich dann auch Bekanntschaften, Freundschaften, nicht nur unter den Fans, sondern auch mit den Spielern. Bei Vereinen anderer Größenordnungen, wie jetzt zum Beispiel Borussia Dortmund oder FC Bayern München, da ist das auch kaum möglich. Und das ist auch ein Verein, der mich auch nie ansprechen würde. Leverkusen, die andere Familie. Also ich kann aus eigener Erfahrung einfach sagen, dass das keine leeren Worte sind. Deswegen macht das diesen Club auch. Das macht diesen Club auch einfach so aus. Nach dem Spiel. Jung, alles okay? Ja, bei dir. Ja, alles gut. Ein Spiel noch. Ein Spiel noch, dann haben wir es geschafft. Hi, hi. Bin ich noch voll. Ja. Aber war krass heute, oder? Total. Toll gespielt. Total. Aber hier hätten noch ein paar mehr sein müssen. Normalerweise ja. Aber gut. Aber gut. Das Wochenende hat die jetzt verdient. Ja. Sag mal, zwei Tage frei. Tut auch mal was. Das glaube ich. Seid ihr noch in Berlin dabei? Ja, ja, klar. Geht erstmal drei Tage in die Eistonne und dann sehen wir weiter. So ist es. Auf die Kopf. Passt auch wieder. Schönes Wochenende. Danke, danke. Und wenn dann so ein Marco Bader hier steht nach dem Spiel und auch noch was will, nervt das oder? Ja, manchmal. Nein. Nein, alles gut. Also, aber ich stehe nicht nur nach dem Spiel hier. Ja, eben. Er ist ja nicht nur nach dem Spiel hier. Also, gut, ich bin jetzt 11 Jahre hier.
Und für mich ist das mein Zuhause mit geworden. Mein Wohnzimmer ist da. Das hat natürlich auch was zu tun mit meiner Familie. Die Kinder sind hier geboren. Wir haben jetzt seit 8 Jahren direkt hier in Leverkusen gewohnt und jetzt ein bisschen außerhalb. Köln. Nein. Sehr gut. Die andere Familie. Bayer Leverkusen hat diese Worte zu seinem Markenkern gemacht. Die andere Familie, warum? Weil wir es geschafft haben, trotz des vielen Geldes, das ja mittlerweile im Fußball steckt, eine GmbH sind, aber trotzdem auch, und das ist mir auch immer wichtig, dass wir trotzdem Verein bleiben, dass wir trotzdem versuchen, hier alle zusammenzustehen und guten Fußball spielen zu lassen, aber trotzdem dieses Vereinsgefühl, dieses manchmal auch zusammenzusitzen, ganz locker und zu sagen, komm, wir trinken ein Glas Bier und wir sind ein Verein und wir wollen hier was erreichen und eine tolle Gemeinschaft sind. Die andere Familie. Die erste Familie ist heilig, das ist die, die man zu Hause hat, aber direkt danach, in dem Kreis, den man dann nennt und wo auch ein Fußballverein dabei sein könnte, wollen wir bei unseren Fans gerne gesehen werden. Aber sehen das alle Fans genauso? Rund 200 Ultras boykottierten in der Rückrunde die Heimspiele, sind sauer auf die Vereinsführung. Der größte Streitpunkt? Stadionverbote. Ich verstehe, dass der Verein sagt, wir wollen keine Politik im Stadion, wollen wir auch nicht, logischerweise. Weil es völlig egal ist, ob von links oder von rechts, gehört einfach nicht ins Stadion rein. Aber wenn es jetzt so lokalpolitische Themen gibt, wie die Autobahnbrücke, die Bayer-Deponie hier, dann betrifft das einfach jeden in Leverkusen. So, und da hat es auch für einen Spruch beim Stadionverbot gegeben. Und da muss ich dann sagen, da fehlt mir jedes Verständnis. Es geht unter anderem um ein Spruchband aus dem Dezember. Tunnel statt Megastelze heißt es damals in der Nordkurve. Das Thema, der Autobahnausbau in unmittelbarer Nähe des Stadions. In Leverkusen gibt es schon lange Proteste dagegen. Auch weil im Boden Giftmüll der Vereinsmutter Bayer lagert. Darf ein Bayer 04-Fan daran Kritik äußern? Was ist eigentlich da drunter? Was ist mit den Giftstoffen, die da drin sind? Ich verstehe, dass Bayer AG ein Interesse daran hat, die ganze Geschichte vernünftig abzuwickeln und dass die ihren Transport abwickeln müssen und dass die eine Lösung brauchen, mit der die auch leben können. Aber das kann nicht zulasten der Gesundheit der Bürger gehen, überhaupt nicht. Der Verein wollte dieses Thema in der Nordkurve nicht sehen. Das Banner dazu, im Vorfeld verboten, zeigten die Fans trotzdem. Es folgte ein Stadionverbot. Es war der Eindruck, dass das Spruchband, das ja auch zu einem Stadionverbot geführt hat, dass das Problem war, dass da eine politische Meinung... Wenn wir jetzt nur über diese Spruchbänder reden oder so, das macht wenig Sinn. Da war der Eindruck entstanden, dass lokalpolitische Themen, wo dann Bayer als Konzern ein bisschen negativ gesehen wird, dass das nicht gewünscht ist. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten vor der Bundestagswahl in jeder Kurve eine andere Meinung, die artikuliert wird zu irgendeinem Thema. Deshalb haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, das kann man mögen oder nicht mögen, haben andere Vereine aber auch, dass es keine politischen Willensbekundungen im Stadion gibt. Das ist den Fans mitgeteilt worden und ihnen ist auch mitgeteilt worden, dass wenn man gegen diese Vorgabe verstößt und zum Beispiel ein Transparent ins Stadion geschmuggelt würde, dann natürlich die üblichen Sanktionen greifen. Und genau das ist passiert. Es hat in den vergangenen Wochen Gespräche gegeben zwischen Fans und Verein. Ob die Ultras ihren Boykott beenden werden, ist noch unklar. Wir werden versuchen, alle Fans, die für Bayer 04 sind, ins Stadion zu holen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir in der kommenden Saison wieder von allen uneingeschränkt Unterstützung bekommen. Zwischenruf von den billigen Plätzen. Wie wird man eigentlich Bayer-Fan? Der Bayer-Leverkusen-Anhänger ist ein seltenes, ja nahezu rätselhaftes Exemplar der Gattung Fußballfan. Denn der Bayer-Fan muss vermeiden, beim Namen seines geliebten Clubs, wie andere Menschen, zuerst an Kopfschmerzen zu denken, an verbuddelten Giftmüll neben der A1 Rheinbrücke, an die tödlichen Nebenwirkungen des Medikaments Lipobay oder gar an Giftgaseinsätze im Ersten Weltkrieg.
Der Bayer-Fan akzeptiert selbstverständlich, dass der Mutterkonzern sein Geld lieber für den Kauf eines Herstellers von genmanipuliertem Saatgut ausgibt, statt es in einen treffsicheren Stürmer oder Elfmeterschützen zu investieren. Man stellt sich also vor, wie bayerische Fanspäher Jahr für Jahr junge Menschen aus der spitzenvereinslosen Fußball-Diaspora des bergischen Umlandes ins Visier nehmen und nach Leverkusen einberufen. Fanrekrutierung nennt man das, ein knallhartes Anwerbeverfahren für Anfeuerer auf der Tribüne. Man stellt sich vor, wie der potenzielle Bayer-Fan dann in einem Musterungsverfahren auf seine Tauglichkeit für künftige Aufgaben geprüft wird. Für den regelmäßigen Besuch im familienfreundlichen Stadion sollte er zunächst einmal frisch gewaschen sein. Anschließend wird er auf seine Fortpflanzungsfähigkeit getestet, denn schließlich soll die Zahl der Bayer-Leverkusen-Fans langfristig auch auf natürliche Weise weiter wachsen. Neben den Grundwerten Treue, Gehorsam, wird besonders die Fähigkeit zu Verschwiegenheit, beinharter Kritiklosigkeit und Verdrängung trainiert. Das Wichtigste am Rekrutierungsverfahren aber ist die Erziehung zum richtigen Verhalten in und um die Bay-Arena. Wie geht man gesittet zum Spiel? Wie hält man Ordnung im Fanblock? Welche Fankultur ist erwünscht? Wie sieht eine ordentliche Choreografie aus? Zunächst bringt man dem Bayer-Rekruten das richtige Falten seiner Bettwäsche bei, in der er sein ganzes Fanleben lang den unerfüllbaren Traum vom deutschen Meistertitel träumen wird. Denn Bayer Leverkusen wird nie deutscher Meister, das steht so im Bundesliga-Grundgesetz. So stellt man sich das vor, aber das ist natürlich Blödsinn. Echte Fans kann man gar nicht rekrutieren. Die kommen von selbst, aus Begeisterung für die gute Sache. Okay, aber wie gelingt es Bayer Leverkusen wirklich, sein Stadion immer häufiger zu füllen? Dazu muss man neue Fans rekrutieren. Wir sind damals ganz bewusst in neue Regionen gegangen. Wir haben uns die Landkarte angeschaut. Wir sind umgeben von Traditionsvereinen. Das fängt in Köln an, geht über Gladbach, Düsseldorf bis ins Ruhrgebiet. Wir sind auf die andere Rheinseite gegangen, haben im Bergischen Land angefangen, bis runter nach Bonn. Man kann auch zu den Gegnern gehen, die sich in einer Region befinden, wo eventuell neue Zuschauer rekrutiert werden können. Ich muss in einer Stadt präsent sein. Die Menschen müssen aus dem Bus kommen, sie müssen das Logo von Bayer 04 sehen und kommen dann vielleicht auf die Idee, ich sollte auch noch mal in die Bayer Arena fahren. Die Werkself auf Werbetour. Vor wenigen Wochen. Statt Asienreise Bonn. Ein Testspiel beim Bonner SC. Regionalligist. Bonn ist die größte Stadt in Deutschland, die noch nie in der ersten Liga gespielt hat. Ideal also, um Fans zu rekrutieren. 1400 Zuschauer sind gekommen, um den Bundesligisten zu sehen. Bayer will hier vor allem junge Fans gewinnen. Und dafür steht einer der Stars auf der Tribüne. Das Spiel endet 2:2. Die Jagd nach Autogrammen beginnt. Doch es kommt nur Vladlen Jurtschenko. Vom Betreuer. Autogramme vom Bonner SC. Und Leverkusen? Die sind direkt hochgegangen. Also, die sind alle. Gab es da einen, von dem ihr unbedingt eins wolltet? Ja, wir wollten. Ja. Bellarabi wollte ich. Ja, Bellarabi. Und nicht Kampel. Ja. Ich bin Bellarabi. Wir bekommen ein bisschen traurig. Ein bisschen traurig, dass sie einfach weggehen. Ja. Trotzdem, in den Zielregionen wie Bonn hat Bayer mehr als 4000 neue Dauerkarten verkauft. Neue Fans für die Werkself. Hier, wo der Bayer-Konzern, wo das Werk Teil der Identität ist. Die Werkself. Es ist ein Gedanke, der oft fern scheint, aber was bliebe eigentlich übrig von einem Werksclub?
ohne Werk. Krefeld-Uerdingen. Auch hier gab es mal großen Bayer-Fußball. Längst vergessene Zeiten. Mit dem DFB-Pokalsieg 1985 gegen die Bayern. Den neuen deutschen Pokalsieger Bayer-Uerdingen, ein Alpha-Kostel Hibib. Oder das Jahrhundertspiel gegen Dresden. Europapokal-Viertelfinale 86. Ist das die Entscheidung? Und das ist sie! 7:3. Mitte der 90er steigt Bayer in Uerdingen aus. Der Verein stürzt bis in die 6. Liga ab, überlebt 3 Insolvenzen. Für viele Uerdinger ist da wirklich Ungerechtigkeit. Zack, abrasiert. Na Bayer, nee, neidisch kannst du nicht sagen. Sagen wir mal so, das Fanherz sagt, bitte steigt ab, damit ihr auch mal dasselbe erlebt, was wir erlebt haben. Wenn sie euch hoffentlich dann auch mal das Geld entziehen, weil dann wissen auch die Fans von Bayer Leverkusen, was wir mitgemacht haben. Nämlich einen Abstieg nach dem anderen und dann von ganz unten wieder nach oben zu kommen. Ach, das tut einfach nur weh. Gegen die ganz großen Stars geht es nicht mehr beim KFC Uerdingen, wie er heute heißt. Im Mai gelang immerhin die Rückkehr in die Regionalliga. Zur Freude des neuen Sponsors, ein russisches Energieunternehmen. Besitzer Michael Ponomarev ist seit 2016 auch erster Vorsitzender. Zuletzt hat er den Eishockeyclub Düsseldorfer EG unterstützt, am Ende aber entnervt hingeschmissen, vom unprofitabelsten Club Europas gesprochen. Nach dem Aufstieg mit Uerdingen hat er gleich mehr als ein Dutzend neue prominente Spieler verpflichtet. Und von diesen Aufstiegshelden die wenigsten in die Regionalliga mitgenommen. Der Präsident und Sponsor will in 2 Jahren in die 3. Liga. Der beschwerliche Weg zurück. Wir haben das schon mehrfach gehabt. Herr Tecklenburg, der Bauunternehmer, war der große Mann. Dann der Herr Lakis, was jetzt zu Ende gegangen ist. Jetzt der Herr Ponomarev. Es wird immer wieder gesagt, jetzt wird es besser und jetzt wird es anders. Wir haben es ja auch 3 Insolvenzen überlebt. Aber es gibt ja keine Alternative. Ne? Es ist entweder Herr Ponomarev oder... Ja, man lebt sich gut unterm Bayerkreuz, aber wenn es weg ist, ja. Wenn Leverkusen rote Zahlen schreiben würde, der Verein, das wäre ein Trugschluss zu glauben, dass dann das Werk käme und wir sagen, ja komm, hier habt ihr mal 500.000, nix, das muss ich rechnen, das muss ich heutzutage alles rechnen, sonst läuft's nicht. Wir lassen jedes Jahr seit 1992 genau den Werbewert dessen untersuchen, was Bayern 04 für die Bayer AG darstellt. Und wir haben jedes Jahr die Zahlen vorgelegt und die sind in guten Jahren um ein Vielfaches höher als der finanzielle Einsatz und in nicht so guten Jahren immer noch weitaus höher. Und wenn man mal ein Jahr nicht international spielt, ist das bedauerlich. Wir bedauern das am meisten, aber es ist sicherlich kein Beinbruch, wenn man das Ziel hat, so schnell wie möglich wieder ins internationale Geschäft zurückzukommen. Der Werksclub, in dem mit dem Werk alles begonnen hat und ohne das Werk alles endet? Das ist für mich unvorstellbar. Weil ich einfach glaube, dass es dieses Zusammenspiel immer geben wird. Das eine würde das ohne das andere nicht existieren, nicht wirken können, nicht funktionieren. Das hat mich einfach total fasziniert und war glücklich, ein Teil von diesem Ganzen zu werden. Teil eines Gesamtkunstwerks. Bayer 04 Leverkusen.